Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um das Thema 70-Jahr-Wochen. Denn die pharisäistischen, talmudistischen Juden, die löschen einige Jahre aus der historischen Zählweise, um mit ihrer Zählung diese 70-Jahr-Wochen in einen ganz bestimmten Zeitraum zu pressen. Der Zeitraum, sieht der Talmud, diese 70 Jahre, und sieht der Talmud zwischen der Zerstörung des ersten Tempels und der Zerstörung des zweiten Tempels. Er behauptet dann, dass diese Zeit, diese Frist zwischen den beiden Zerstörungen der beiden Tempel 490 Jahre gedauert habe. Wenn man das jetzt rechnet, dann ist der erste Tempel zerstört worden im Jahr 586 vor Christus. Und der zweite Tempel ist zerstört worden im Jahr 70 nach Christus. Das macht zusammen 656 Jahre. Die 70-Jahr-Wochen sind aber 70 mal 7 Jahre, also 490 Jahre. Dann hat man dann eine Differenz von 166 Jahren. Und diese 166 Jahre, die müssen Sie jetzt irgendwo in der Zeit zwischen der Zerstörung des ersten und des zweiten Tempels löschen. Sie löschen da so ein paar Perserkönige raus und versuchen das dann dadurch anzupassen. Sie sind auch gegenüber der klassischen historischen Zählweise der Historiker sehr kritisch gegenüber, weil das sonst nämlich nicht mit ihrem Talmud übereinstimmt. Wir haben aber eine andere Zählung vorgenommen und wir sind bei beiden Fristen, nämlich einmal der Frist von 7 Jahrwochen und von der Frist von 62 Jahrwochen, beide Male vom Jahr 605 vor Christus ausgegangen. Und wenn wir dieses Kapitel 9 im Zusammenhang sehen von Daniel, dann spricht Daniel 7 von einem kleinen Horn und Daniel 8 auch von einem kleinen Horn. Und beide kleine Hörner sind Bilder auf den Antichristen, auf den endzeitlichen Antichristen. In Kapitel 10, 11 und 12 wird Daniel von dem Menschensohn eine große Vision gezeigt, und zwar die Abfolge der Ptolemäerkönige und der Seleukidenkönig, und die gipfelt dann zum Schluss in Antiochos Epiphanes. Und von diesem historischen Antiochos Epiphanes gibt es einen Sprung bis in die Endzeit zu dem Antichristen. Das würde also bedeuten, Kapitel 7 spricht vom Antichristen und berichtet, woher der Antichrist kommt. Gleiches gilt für Kapitel 8. Auch da wird erklärt, woher dieses kleine Horn, dieser Antichrist kommt. Kapitel 10, 11, 12 sprechen vom Antichristen und respektive auch vom historischen Antiochos Epiphanes. Und auch Kapitel 9 spricht vom historischen Antiochos Epiphanes. Und zwar deswegen, weil die zweite Frist von 62 Jahrwochen, 434 Jahre, wenn wir die rechnen, ausgehend vom Jahr 605 vor Christus, dann kommen wir zu Antiochos Epiphanes. Was etwas sehr, sehr Erstaunliches. Ja? Der Engel teilt ja diese 70 Jahrwochen in drei unterschiedliche Teile auf. Einmal in 7 Jahrwochen, einmal in 62 Jahrwochen und einmal in eine letzte 70. Jahrwoche. Und wenn wir diese ersten 7 Jahrwochen, respektive 49 Jahre, wenn wir die rechnen, von 605 aus kommen wir zu Kyros. Und wenn man von 605 aus 434 Jahre rechnet, dann kommt man zu Antiochos Epiphanes. Das würde bedeuten, in Kapitel 7 ist vom Antichrist die Rede, in Kapitel 8 ist vom Antichrist die Rede, in Kapitel 9 ist vom Antichrist die Rede und Kapitel 10, 11, 12 auch. Kapitel 10, 11, 12 ist dermaßen detailliert, dass Bibelkritiker damit ein großes Problem haben, dass Daniel das Jahrhunderte vorher schon formuliert haben soll. Aber das ist so. Wenn das alles so ist und wenn man sieht, dass diese Fristigkeiten auf Kyros und auf Antiochos deuten, die beide, deren beider Königreich in der Endzeit wiederkommen wird und in Harmageddon aufeinanderprallt, wenn wir sehen, dass dieses Kapitel 9 sich in dieses Kapitel 7 und 8 und 10, 11, 12 übergangslos einfügt und wir sagen können, Kapitel 7 und Kapitel 8 sagen, woher der Antichrist kommt, Kapitel 9 sagt, wann er kommt und Kapitel 10 respektive 11 sagt, was er tut, dann können wir davon ausgehen, dass das stichhaltig ist, dass das belastbar ist. Wenn das aber wahr ist und belastbar und stichhaltig, dann können wir sagen, dass wir außerhalb der historischen Zählweise, und das ist eigentlich das, wo es mir drauf ankommt, dass wir außerhalb der historischen Zählweise
innerhalb der Bibel einen Beweis dafür haben, einen Beweis dafür finden, dass diese Jahre zwischen der Zerstörung des ersten Tempels und der Zerstörung des zweiten Tempels nicht einfach verkürzt werden dürfen. Wir sehen deutlich, dass die Zeit von 605 vor Christus, dem Datum, in dem Jeremia ein Wort empfing, dass Jerusalem wiedergebaut würde, bis zu Antiochos Epiphanes 434 Jahre sind. Und innerhalb dieser 434 Jahre haben die talmudistischen, pharisäischen Juden diese Kürzung vorgenommen. Das heißt also, man sieht, dass der Talmud hier der biblischen Zählweise diametral widerspricht. Und das ist das, wo ich eigentlich darauf hinweisen wollte. Also wir sehen, dass diese Zählweise von dem Jahr 605 vor Christus, 434 Jahre, nämlich 62 Jahrwochen, uns zu Antiochos Epiphanes führen. Das ist dann das Jahr 170, 171 vor Christus. Und innerhalb dieser Jahre darf man nicht einfach eine Kürzung vornehmen. Da darf man keine Jahre rausstreichen, damit man irgendwie dann passend wird mit der Zerstörung des zweiten Tempels. Also hier sieht man deutlich, dass die Bibel, der Tanach, das Alte Testament, der Zählweise des Talmuds widerspricht, oder ich möchte eigentlich eher umgekehrt sagen, dass der Talmud hier der Bibel widerspricht. Das kann man aus der Bibel heraus ablesen. Man braucht dazu nicht unbedingt externe, in Anführungsstrichen, Historiker, sondern kann das an der Bibel sehen. Also das ist ein neuerlicher Hinweis, Beweis dafür, dass die Bibel wahr ist, und zwar bis ins kleinste Detail und die talmudische Auslegung da nicht mitkommt. Wenn das aber so ist, dass die 62 Jahrwochen und die 7 Jahrwochen beide von 605 aus gerechnet werden, dann ist die Berechnung der pharisäischen talmudischen Lehrer falsch. Dann ist aber auch die Zählweise der evangelikalen Lehrer falsch. Denn die gehen ja von Artaxerxes aus im Jahr 444, 445 vor Christus und rechnen dann komplette 69 Jahrwochen und versuchen das dann anzupassen bis ins Todesjahr Jesu. Das passt aber allein schon deswegen nicht, weil nach den ersten 7 Jahrwochen soll ja ein Gesalbter kommen. Das sagt ja der Engel. Das heißt also, nach 49 Jahren kommt ein Gesalbter, ein Fürst. Und bei der Rechnung, die vom Jahr 445 ausgeht, von Artaxerxes, da kommt im Jahr 395 kein Herrscher, kein Gesalbter. Also allein daran sieht man schon, dass die Rechnung falsch ist. Und da müssten auch wir Christen neu überlegen, wie wir Daniel 9 auslegen und ob das belastbar ist, was wir tun. Wenn der ein oder andere Theologe oder Bibellehrer sagt, das, was hier behauptet wird, das hat Hand und Fuß, dann würde ich mich freuen über ein Feedback, weil ich glaube, dass wir neu überlegen müssen, wie wir den Daniel lesen und ob wir den Daniel in einer anderen Weise lesen können. Und ich glaube, dass das wissenschaftlich gut ist, angezeigt ist und immer wieder auch praktiziert wird, wenn man so eine Arbeitshypothese hat, die vielleicht von der bisherigen Erkenntnis abweicht, aber der man einfach auch mal nachgeht. Man muss ja das nicht sofort als wahr anerkennen, sondern man geht mal einfach den empirischen Weg und überprüft mal eine alternative These, in diesem Fall jetzt am Bibeltext. Wenn die belastbar ist, wovon ich fest ausgehe, dann müssen wir schleunigst uns zusammensetzen und den Daniel neu durchdenken. Ja, das wäre ein wichtiges Ergebnis. Und dann würde ich fast sagen, dann kommt einem sofort in den Sinn, das, was in Daniel 12 steht, dass Daniel für die letzte Zeit bis in die letzte Zeit als versiegelt gilt, dass dann aber viele darüber kommen werden, nicht nur einige, sondern viele über Daniel kommen werden oder Daniel lesen werden und viel Licht bekommen werden. Wenn sich Daniel derart bewegt, wie wir das hier in den Clips gesehen haben, dann wäre Endzeit. Ja, ganz unabhängig von irgendwelchen Mikroben oder Bakterien oder irgendwelchen Kriegsgeschehen oder einem Gorbatschow oder einem Trump oder einem Putin. Ganz unabhängig von der gegenwärtigen Weltpolitik könnten wir das im Wort Gottes sehen, am Wort Gottes. Wir bräuchten dazu nicht außerhalb zu suchen. Wir bräuchten auch nicht die Verkommenheit der christlichen Kirchen uns anzusehen oder die geistliche Armut der evangelikalen Gemeinden. Ja, das sind alles traurige Indizien. Aber ich glaube, dass es etwas Besonderes ist, dass man feststellen kann, dass Endzeit wird an der Bibel selber.
Das ist das, worauf es mir eigentlich ankommt. Ich wollte euch das nur kurz nochmal zeigen, nochmal kurz Revue passieren lassen. Der Talmud macht hier absolut unverantwortliche Aussagen, weil er in einer Tempeleuphorie versucht, diese 70 Jahrwochen mit der Zerstörung des ersten und des zweiten Tempels in Einklang zu bringen und geht sogar so weit, historische Daten einfach zu negieren. Das kann er ja tun, aber er negiert darüber hinaus auch die Bibel selbst und das kann er nicht tun. Ja. Also damit mal genug. Ich wünsche alles Gute, Gottes Segen und bis bald.